Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gonnaf. Wir schauen uns jetzt den Hühnerstall 31x12 an in der Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder Piesel, gibt es neben PC / Mac auch für die Konsolen. Einmal zu finden im Baumenü unter Tiere, Hühner und dann habt ihr ihn hier, den Lizard Hühnerstall 31x12 für 40.000 Euro in der Anschaffung oder als Kosten sind keine bekannt. 1.000 Hühner hat das Ganze als Kapazität. Herrlich, oder? Könnt ihr euch einmal auswählen. Ihr habt sogar Farbwahl mit drinne. Mit N und M könnt ihr dementsprechend die Dachfarbe und die Türenfarbe hier dementsprechend ändern. Steht euch alles eigentlich so aus den Standardfarben mit dazu. Die Abmaße, wie es der Name schon sagt, 31 x 12 Meter. Ein bisschen Platz braucht er also, ist aber trotz all dem relativ kompakt, wie ihr seht. So sieht das gute Stück aus. Wir haben hier draußen den Futter-Trigger mit dazu über das Silo. Das ist ganz angenehm. So könnt ihr auch mit großen Mengen ankommen, was bei 1000 Hühnern recht angebracht ist. Die Türen und Tore könnt ihr öffnen über die linke Maustaste wie immer. Hat auch alles Sound, alles tolli. Ihr seht, das Ganze ist ein relativ massives Gebäude, ne, mit Lüftern hier dran, ein paar Fenster, die auch angekippt sind. Könnt ihr auch nicht großartig ändern, davon mal abgesehen. Auf der gegenüberliegenden Seite habt ihr einmal hier die Anlieferungsgeschichte. Dieses Huhn will gerade fliehen. Schafft es aber nur in Slow Motion. Ne? Und ob es das schafft oder nicht, das werden wir am Ende unserer Mod-Vorstellung dementsprechend sehen. Ist aber ein neues Feature. Zack, und da ist aus der Slow Motion raus. Herrlich, oder? Du hast es geschafft, jetzt geh wieder rein. So, ja, ansonsten können wir den Stall natürlich auch einmal komplett betreten. Hühner sind drin, sind animiert. Es werden natürlich nie 1000 Hühner oder so angezeigt, sondern es gibt eine gewisse Menge. Diese hier zum Beispiel, ich habe jetzt 600 Stück hier drin. Und dann ist es das gewesen. Ihr könnt natürlich auch von der anderen Seite hierher Zugang euch verschaffen. Auch alles kein Problem. Und ihr habt auch hier drinne die Möglichkeit, das Licht ein- und auszuschalten. Da eine kleine Anmerkung. Action Lights On, Lights Off. Das ist zwar soweit richtig, können wir aber dementsprechend noch richtig mit beschreiben, beziehungsweise da die Zeile noch ein bisschen korrigieren. Hier haben wir dann immer den Platz, wo die Eierdinger dann spawnen, ist klar. Und hier könnt ihr separat auch nochmal das Tor öffnen, beziehungsweise schließen. Alles soweit recht nett, alles ganz cool. Man glitscht nirgendwo durch, außer die Hühner vielleicht mal hier raus, ne? Aber ansonsten alles easy, alles cool. Also gibt's nichts zu meckern. Dann füllen wir das Ganze mal auf. Ich habe jetzt wie immer 6000 Liter oder knapp 6000 Liter Weizen hier mit drin. Einfach hier separat ranfahren. Wie gesagt, geht auch mit einem LKW ohne Probleme. Ne, Trigger ist groß genug. Einmal abkippen. Dann füllt sich das Ganze hier unten sogar kurzerhand mal auf. Ja, und je nachdem, wie viele Hühner ihr halt habt, passt dann dementsprechend auch mehr oder weniger halt mit rein, je nachdem, wo das Spiel dann halt sagt, jo, passt oder passt halt nicht. Ihr seht jetzt, bei 600 Hühnern sind 6000 Liter erstmal prinzipiell gar kein Problem. Und ihr seht, ein bisschen mehr würde dementsprechend auch noch mit reingehen. Mehr müsst ihr in dem Falle dann hier ja bekanntermaßen auch nicht machen. No? Also das war's, kein Wasser, kein gar nichts oder sonst was. Wir können das Ganze jetzt hier mal separat schnell vorspulen. Und dann werden wir jetzt gleich sehen, machen wir hier die extra höhere Dings an. Ja, da kommt schon die erste Palette, muss ich gar nicht so weit vorspawnen. Die packen dann alle hier hin, können dann dementsprechend wieder hier rausholen und dann wiederum verkaufen. Der Rest geht dann sukzessive nach oben, also wie es halt funktioniert. Ne? Also Produktivität steigt, Gesundheit steigt, Reproduktion steigt und so weiter und so fort. Ein klassischer Hühnerstall, halt einfach nur im Endeffekt, was den Inhalt angeht, auf XXL-Basis. Ein paar nette Details, wie zum Beispiel hier, dass dann hier drinnen das Futter auch erscheint, ist dann halt auch mit dabei, was auch recht cool ist. Und wie gesagt, hier außen ist das Ganze dann auch mit sichtbar. Coole Sache. Mehr gibt es dazu aber auch nicht zu erzählen. Log ist sauber. Wir reden hier ungefähr von 18 MB. Könnt ihr also auch definitiv nicht verkehrt machen. Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüdelü.